Guten Morgen, Nick. Guten Morgen, Yvonne. Schön, dass ihr heute wieder zum Dienst angetreten seid. Ja, Sir, ich freue mich auch schon richtig heute auf den Arbeitstag. Das kann ich ganz gut verstehen, Nick. Aber hoffen wir mal, dass es heute ruhig bleibt. Bis jetzt ist ja schönes Wetter, auch wenn für später angekündigt wurde, dass es regnen soll. Leon und sein Papa ist draußen auf dem Meer mit dem Floß unterwegs. Du Papa, ich freue mich wirklich, dass wir wieder so einen tollen Ausflug unternehmen. Das ist ganz toll. Ja, mein Sohn, da hast du recht. Aber Papa, da hinten sehe ich so graue Wolken und es ist auch schon ganz schön windig geworden. Oh, mein Sohn, nicht, dass hier noch ein Sturm aufzieht. Das wäre natürlich gar nicht gut. Ja, Papa, dann lass uns doch schnell wieder zurückfahren. Okay, Leon, dann fahre ich schnell wieder zurück zum Floß. Aber so weit kommen die beiden nicht, denn plötzlich erfasst eine hohe Welle das Floß und Leons Papa fällt ins Wasser. Papa, Papa, wie kann ich dir denn helfen, Papa? Leon, du musst die Leute von der Rettungsstation alarmieren, damit sie mich retten kommen. Bei dem Sturm komme ich nicht mehr raus aufs Floß. Okay, Papa, mach ich. Oh, ein Notruf von Leon. Leons Papa ist ins Wasser gefallen. Ich werde sofort Nick und Yvonne Bescheid sagen, damit sie ausrücken mit dem Boot. Nick, Yvonne, ihr müsst euch sofort auf den Weg machen. Leons Papa ist vom Floß ins Wasser gefallen. Das Floß wurde von einer hohen Welle erfasst. Leon ist alleine da draußen. Beeilt euch! Die beiden machen sich sofort auf den Weg, um Leon und seinem Vater zu helfen. Papa, halt dich gut am Floß fest. Ich habe schon der Rettungsstation Bescheid gesagt. Sie sind gleich da. Okay, mein Junge, ich halte mich gut fest. Da kommen auch schon Nick und Yvonne angerauscht. Was habt ihr denn da wieder angestellt? Klaus, wie konntest du denn ins Wasser fallen? Eine hohe Welle hat mich erfasst. Schnell, zieht mich rein. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ach Klaus, das ist doch gar kein Problem. Leon, ich fahre jetzt ganz nah ans Boot und dann kommst du auch rüber, okay? Gut, Leon, steig ein. Yvonne, wir müssen das Floß an unserem Boot festbinden, damit wir los können. Okay, Nick, wird erledigt. Die beiden binden das Floß an ihrem Boot fest und bringen Leon mit seinem Papa wieder in Sicherheit. Yvonne, Nick, das war wirklich ganz gute Arbeit, die ihr geleistet habt. Toll, wie schnell ihr mit dem Boot rausgefahren seid, um Klaus und Leon zu helfen. Das war wirklich Rettung in höchster Not. Aber auch, dass Klaus bei so einem Unwetter mit seinem Sohn rausfährt, das ist natürlich nicht in Ordnung. Da werde ich noch mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Aber ganz, ganz spitze gemacht, ihr beiden. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen oben da lasst. Ihr könnt uns aber auch gerne abonnieren, darüber freuen wir uns natürlich auch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.